Danke an die Wildbienen, dass ich diesen Apfel essen kann. Ohne bestäubende Insekten wäre das überhaupt nicht möglich. Und dabei esse ich so gerne Äpfel. Sicherlich hast du gehört, dass es vielen unserer Wildbienenarten in Deutschland nicht so gut geht. Und ich finde, da muss man was tun. Und deshalb war ich in der Werkstatt. Schön, dass du mit dabei bist bei Gabis Garten. Ehrlich gesagt, damit es den Wildbienen auf Dauer gut geht, dass sie überleben können, braucht es mehr Maßnahmen, als du und ich leisten können. Da ist die Landwirtschaft gefragt, mit weniger Pestizid einsetzen oder am besten gar kein Pestizid. Da braucht es Wildblumen als Blühstreifen zwischen den Feldern. Da braucht es die Politik, die da auch aktiv wird. Und wir setzen uns natürlich auch ein durch bewussten Konsum. Da können wir auch in diesem Bereich etwas Einfluss nehmen. Aber darüber hinaus können wir etwas bauen und für die Wildbienen aktiv werden, selbst auf dem Balkon oder auf der Terrasse und natürlich auch im Garten. Du erinnerst dich an den Spruch aus Afrika, viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Also frisch ans Werk. Was den Wildbienen oft fehlt, sind genügend Nistmöglichkeiten und genügend Nahrungsquellen. Und bei beiden können wir aktiv werden. Und ich baue heute ein paar kleinere Nisthilfen, die du sehr gut auf dem Balkon oder der Terrasse aufhängen oder aufstellen kannst. Und dafür brauchst du das Material, das ist gar nicht so viel. Das hier ist zum Beispiel eine Schilfmatte, die kriegst du ganz einfach im Baumarkt als Sichtschutz. Und die nimmst du und eine scharfe Rebschere und dann schneidest du einfach entlang. Ich habe das hier schon mal gemacht, weil bis man hier so eine Matte durch hat, das dauert ein kleines bisschen. Versuche möglichst die Halme nicht zu quetschen, weil das sollen ja nachher die Eingänge für die Wildbienen sein, für die Nisthilfen. Und so eine Schilfmatte oder so ein Abschnitt davon, da schneidest du mindestens 10 cm länger. Länger ist noch besser, das erkläre ich dir gleich warum. Und dann kannst du es in einen Holzkasten waagerecht reinlegen. Das ist wichtig, dass es waagerecht ist. Oder du kannst es in eine leere Blechdose setzen. Ich habe zum Beispiel diesen Eimer aus Emaille auf dem Flohmarkt gefunden. Quietschender Henkel. Den finde ich ganz schön dafür. Da kannst du kreativ sein und fantasievoll und gucken, was du hast oder was dir dafür gefällt. Und dann gibst du das einfach da rein. Grundsätzlich muss man wissen, dass fast alle Wildbienen sogenannte Solitärbienen sind. Das heißt, sie bilden keinen Staat, wie zum Beispiel die Honigbiene. Das heißt, jedes Weibchen kümmert sich alleine um ihren Nachwuchs. Und da ist es gut, wenn wir verschiedene Nisthilfen anbieten, weil verschiedene Wildbienenarten brauchen unterschiedliche große oder kleine Röhrchen oder auch andere Bedingungen, wo sie ihre Eier hinlegen können. Also je mehr und je unterschiedlicher wir anbieten können, desto besser. Und wie nutzt jetzt so eine Wildbiene so ein Röhrchen? Ich zeig's dir mal hier an diesem einzelnen Röhrchen. Die Wildbiene fängt hinten an, legt ein Ei rein, ausreichend Pollen und Nektar und macht dann eine Zwischenwand. Und davor kommt eine weitere Bruthöhle und davor und davor und davor, bis das ganze Stängelchen voll ist. Und deshalb finde ich etwas längere Stängel besser als kürzere, oder? Macht doch Sinn. Vielleicht hast du ja auch einen Garten oder kennst jemanden, den du fragen kannst. Und da fallen immer jede Menge Stängel an, die außen fest und innen hohl sind oder die du aushöhlen kannst. Und am besten nimmst du verschiedene Stärken, verschiedene Dicken von Stängeln, schneidest sie in die Länge, die du gerne möchtest. Und ich habe hier Stängel von Brombeeren und von Sommerflieder. Und die höhle ich jetzt einfach in der Mitte aus und bohre ein Loch rein. Wichtig, dass sie ganz trocken sind. Und wenn ich dann, kannst du mit so einem Bohrer machen, Handbohrer machen, einfach
rausfallen lassen. Und dann kannst du wieder waagerecht in einen Holzkasten legen oder in eine Blechdose. Wieder das gleiche wie die Schilfmatte, was du Lust hast. Ich habe hier einen ehemaligen Vogelnistkasten, den finde ich da ganz schön dafür. Und was du machen kannst, damit die Vögel das nicht rauspicken, du kannst zum Beispiel mit einer dünnen Schicht Lehmbrei die einzelnen Stängel hinten festkleben. Dann kommen die Vögel nicht dran, denen schmeckt das nämlich, was da in den Stängeln heranwächst. Die mögen die Bienenbrut. Und deshalb macht es auch Sinn, wenn du größere Nisthilfen zum Beispiel mit Kaninchendraht einfach bespannst. Die Wildbienen können rein und die Vögelchen nicht. Wichtig, dass du etwas Abstand hast. Eigentlich habe ich jetzt diese Stängel etwas zu lang geschnitten, die muss ich noch kürzen, damit die Vögel mit den Schnäbeln nicht durch den Kaninchendraht einfach trotzdem an die Stängel drankommen. Da ich möglichst verschiedene Nisthilfen für verschiedene Wildbienenarten anbieten möchte, darf das Nistholz nicht fehlen. Da ist wichtig, dass du hartes Holz nimmst von Eiche oder Buche oder von Obstbäumen, dass es abgelagert ist, dass es trocken ist und dass es ohne Rinde ist. Ich habe hier Stücke von einem Stamm geschenkt bekommen. Es geht natürlich auch ein dicker Ast. Und da bohrst du jetzt am besten ein paar Löcher rein in verschiedenen Durchmessern. Hauptsächlich so 3 bis 6 mm. Es kann aber auch ein paar Löcher geben von 2 mm und ein paar von 9 oder 10 mm Durchmesser. Am besten du kombinierst ein paar verschiedene Durchmesser pro Nistholz. Einfach mit dem Holzbohrer reinbohren. Waagerecht, das ist auch wichtig. Und am besten von der Seite reinbohren, wo vorher die Rinde war. Wenn du in das Stirnholz bohrst, da wo du die Jahresringe sehen kannst, da siehst du, dass da Risse sind. Und durch das Bohren entstehen meistens noch mehr Risse. Und da kann dann nachher viel leichter Feuchtigkeit eindringen in die Brutkammern. Oder auch Parasiten der Wildbienen können da reinkommen. Und das wollen wir natürlich beides nicht. Am besten die volle Bohrerlänge reinbohren, dann alles hier schön ausklopfen. Und dann ist noch wichtig, dass du die Eingänge mit feinem Schleifpapier versäuberst. Und zwar aus folgendem Grund. Die Wildbienen gehen ja vorwärts in die Bohrgänge rein, also was wir jetzt als Bohrgänge gemacht haben, in die Niströhrchen, und gehen rückwärts wieder raus. Und wenn da Holzsplitter irgendwo im Weg sind, dann verletzen sie sich die Flügel. Und wenn sie nicht fliegen können, dann ist es einfach ihr Todesurteil. Das ist auch der Grund, warum wir kein Nadelholz nehmen. Nadelholz, wenn da etwas Feuchtigkeit eindringt oder einfach, weil es draußen ist, an der Luftfeuchtigkeit, da stellen sich so die Holzfasern auf. Und dann gibt es keine glatten Bohrgänge. Das kann man einfach nicht verhindern. Also wichtig, hartes Holz. Und dann für alle Nisthilfen gilt, waagerecht aufstellen, am besten Richtung Süd oder Südosten, an einen sonnigen Platz, vor Wind und Regen geschützt und auch fest aufhängen oder hinstellen, dass sie nicht im Wind hin und her baumeln. Und dann natürlich, dass sie frei bleiben, dass alle Nisteingänge frei bleiben, dass die Wildbienen da dran können. Und völlig egal, wie kalt es ist, die Wildbienen-Nisthilfen bleiben das ganze Jahr draußen. Denn würdest du es ins warme Wohnzimmer reinnehmen, würden die Wildbienen vorzeitig schlüpfen und dann gibt es einfach noch keine Nahrungsquellen im Winter. Apropos Futter, da machen wir natürlich auch gleich noch was Leckeres.
Wildbienen sind schon ganz früh im Frühling und auch bis spät in den Herbst unterwegs. Und natürlich brauchen sie in der ganzen Zeit was zu fressen. Einheimische, Nektar- und pollenreiche Pflanzen und Blumen. Das ist das, was für sie wichtig ist. Dazu gehören auch Obstbäume, wie mein Apfelbaum. Oder eine schöne Wildblumenwiese, herrlich für die Wildbienen. Aber darum geht's ein andermal. Auf dem Balkon und auf der Terrasse kannst du auch ganz viel für die Wildbienen machen. Im zeitigen Frühjahr fängt es an mit den Frühlingsblühern. Zum Beispiel Krokussen, Schneeglöckchen oder Hyazinthen. Das mögen sie gerne. Ich setze heute hier ein paar Krokusse. Du brauchst einfach einen Topf oder ein Pflanzgefäß, durchlässige Erde, die Krokusse. Da sieht man schon die kleinen Triebe. Und die kann man entweder in einem Muster, wenn man das gerne möchte, reinsetzen. Ich mag es eher so ein bisschen natürlich, selbst auch auf dem Balkon. Und lass die so reinplumsen. So. Dann sollen sie so ungefähr 5 bis 7 cm in die Tiefe versenkt werden, in die Erde. Natürlich mit dem Trieb, der muss nach oben gucken. Dazu ziehe ich mir jetzt Handschuhe an. Weil ich habe nämlich gemessen, mein Zeigefinger, der hat 6 cm Länge und mit dem kann ich dann super die Löcher machen. Später im Jahr kannst du auch deine Küchenkräuter oder einen Teil davon blühen lassen. Salbei, Rosmarin, Majoran, Borretsch. So verschiedene Kräuter sind total beliebt bei den Wildbienen. Also irgendwie geht das hier mit den Handschuhen nicht so gut. Ich glaube, ich mache mir lieber die Finger dreckig hier bei der Gartenarbeit. Oder du kannst auch eine Wildblumenwiese anlegen. Eine Mini-Wildblumenwiese. Das geht auch auf dem Balkon hier in so einem Pflanzkübel. Da freuen sich die Bienen ganz besonders drüber. Egal was du machst, wichtig ist, dass die Blumen einheimisch sind oder die Pflanzen, dass sie wild sind und dass du völlig auf alle Pestizide verzichtest. So, jetzt hier noch die letzten rein. Oh ja, das geht hier viel besser ohne Handschuhe. So, gucken, dass wieder ein bisschen glatt gestrichen ist und natürlich ein bisschen angießen, dass nirgendwo Hohlräume sind, sondern dass die gut anwachsen können. Ich genieße jedenfalls jetzt meinen Apfel und freue mich, dass die Wildbienen und andere bestäubende Insekten an diesem Apfelbaum unterwegs waren, als er geblüht hat. Falls du Lust bekommen hast, selbst Wildbienen Nisthilfen zu bauen oder ihnen Nahrungspflanzen zu setzen, dann wünsche ich dir viel Freude dabei. Mmh.